Wir legen los. Empires of the Undergrowth, also die Reiche des Unterholzes, sind hier auf dieser Ebene unterwegs, haben neue Nahrung angesammelt, gehen hier oben hin. Wir haben hier drei verschiedene Pools gebildet, wir haben die gruppiert. Hier sind zwei Arbeiterinnen drin, hier sind Arbeiterinnen und Soldaten drin. Und wir können mal, hier ist Beute, wir sammeln erstmal Beute hier ein, mit beiden hier. Das ist ein mächtiger Gegner, den wir killen können. Zahlenwerte, die großen zeigen an. So. Oh, das ist das Nahrungslager. Bis zu 500 Nahrung kann man sammeln. Der Rest wird nur eingesammelt. Der Rest wird nur eingesammelt, wenn unten wieder Platz ist. Die Arbeiterinnen können hier einsammeln. Die bringen wir hier zum Einsammeln rüber. Nahrungslager ist ab 500 voll. Wir können die Nahrungslager erhöhen. Ich würde gerne mal gucken, dass wir noch ein paar Soldaten verbessern hier. Da können wir... Ich hätte noch ein paar Soldaten gerne verbessert, wenn das geht. Geht hier nirgendwo so wirklich. Wir können die normalen Arbeiterinnen verbessern. Auch nicht mehr so wirklich. Das können wir im Augenblick leider nirgendwo machen. Ich habe einen Fehler gemacht, aus Unkenntnis des Spiels zu Beginn noch. Ich habe einem totalen Tipp gefolgt, habe solche 1, 2, 3, 7 Ecke hier gebildet. Das war nicht ökonomisch. Wir hätten größere Felder bilden sollen, weil die in der Mitte bekommen ja immer Nachbarschaftsbonus, die Felder durch die drumherum. Wir hätten also die wenige und größere bauen müssen. Hätten wir mehr gespart an Feldern, die wir verbauen, hätten eher coole, große Einheiten bekommen. Da habe ich einen Tutorial-Text falsch interpretiert. Müssen wir gucken, wie wir am besten damit umgehen. Das können wir sehr groß ausbauen und das können wir sehr groß ausbauen. Das würde ich nutzen. Das heißt, hier gehen wir mal rein in den Bau. Bauen die schön groß aus. Und bauen hier dann weitere Soldatinnenfelder rein. Die kosten jeweils 50 Nahrung. Du grüßt mal ganz freundlich Pascal, Ranger und seine Leute. Die kommen gerade mit ganz, ganz vielen vorbei hier. Ob man Stützen bauen, wenn die zu groß ausgebaut sind? Nein. Grüße an The Real, Erich Zahn und alle anderen. Schön, dass er rüberkommt hier. Und genau, hier haben wir alles einmal ausgebaut. Wir spielen Empires of the Undergrowth. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gespielt habt. Ist ein Ameisen-Strategie, Echtzeit-Strategiespiel. Mit mäßigem Überblick, mit mäßigem Interface, aber sauspannend und mit einem coolen Balancing. Einfach zugucken, dann kommt ihr wahrscheinlich rein. Wir haben gerade es angefangen. Und hier können wir einzelne Felder jetzt, glaube ich, auch upgraden. Das sind die Infos. Ja, die am Rand können wir upgraden. Gegen jeweils 50 Nahrung. Achtung, da ist nicht noch mehr Nahrung reingekommen. Jetzt wird die Nahrung aber reingesammelt von hier. Sollte hier über Zeit eigentlich jetzt reinkommen hier. Wird jetzt hier runtergebracht. Von oben sollten die eigentlich kommen. Die Ameisen. Was ist denn jetzt los? Die sollten hier runterkommen und hier die Nahrung abliefern. Hier bringen sie die Nahrung. Okay? Vielleicht war ich einfach zu erwartungsfroh. Das sind die Rohstoffinfos. Hier liefert die Nahrung. Was ist denn hier los, Leute? Das sind die Nahrungsfelder. Ich habe Nahrungssammeln deaktiviert bei allen Gruppen, stimmt. Ich muss das Nahrungssammeln aktivieren. Das war der Grund. Das war noch vor der letzten Mission anscheinend. Da hatten wir irgendwelche Kämpfe. Jetzt kommt's. Alles klar. Jetzt wird die Nahrung rüber gesammelt. Jetzt füllt sich das. Jetzt können wir unten auch die Upgrades wieder einstellen hier. Sobald wir 50 haben, dann spawnen hier stärkere Soldatinnen. Und ich würde gerne, wir haben noch ein paar Felder mehr, auch noch bessere Soldaten hier drumherum freischalten. Wir können auch mal gucken, wohin wir gehen hier bei dem Gelee und bei der Forschung. Wir haben mittlerweile
107 Gelee. Die können wir benutzen, um unsere Soldaten aufzuleveln. Das ist das Aufleveln der Arbeiterin, das haben wir komplett gemacht. Die haben wir auch schon komplett aufgelevelt. Die Königin haben wir noch nicht aufgelevelt. Aber die Level-Ups finde ich alle nicht so wichtig hier, die sie hat. Wenn ihre Gesundheit auf 75% fällt, dann haben wir hier bestimmte Bonus. Ich denke mal optimistisch. Ich würde lieber freischalten. Da fehlt uns dann so, da würde ich gerne Gelee für sammeln. Coole weitere Waldameisen-Einheiten hier. Hier vorne die Mörserinnen. Dafür würde ich gerne den Gelee sammeln. Und dann stellt sich sogar die Frage, wie viel wir jetzt ausbauen. Oder ob wir nicht einfach sagen, wir nehmen die nächste Herausforderung an. Das Problem ist, die Herausforderung haben wir alle schon gemacht. Die können wir nochmal machen, um noch mehr Gelee anzusammeln. Aber Godzilla, vielen Dank fürs 35. Abo. Hi. Danke an Red Attitude fürs 2. Und nochmal an Erich fürs 19. Ja. Das Problem ist, wir können die nochmal machen, aber das ist mäßig spannend. Und wir bekommen weniger Gelee als vorher. Wir können hier reingehen in den nächsten Schritt der Kampagne. Problem ist, dann kriegen wir halt echt, dann kriegen wir mega starke Angriffe. Und danach würden wir mit den normalen, also eigentlich ist es vom Balancing her so ausgelegt, dass man Sachen hier auch nochmal wiederholt. Aber das finde ich irgendwie langweilig, die Sachen nochmal zu wiederholen. Das würde ich ungern machen. Ich würde sagen, wir gehen mal voll ins Risiko rein. Gute Besserung an Pascal. Was hast du denn? Wenn du magst, es zu sagen, muss nicht. Wir können einfach hier reingehen, voll ins Risiko gehen. Es kann sein, dass uns auf die Schnauze legen dabei. Soll es mal versuchen? Haben wir noch einen alten Spielstand? Notfalls gehen wir eins zurück. Sollen wir es ausprobieren? Ach, Corona, das 2. Mal schon. Alles Gute, lieber Ranger. Sollen wir das? Ich passe auf deine Leute auf. Versprochen. Sollen wir das denn annehmen, Leute? Auf Schwierigkeit? Leicht. Wir haben so üble Erfahrungen gemacht mit Mitteln. Wir machen leicht. Sammeln dann auch genug Gelee, um eins weiterzukommen. The colony seems to have made significant progress. Perhaps it is time we began phase 2 of the trial. Agreed. I will prepare the feeder colonies. Und jetzt kommen. Let's ease them in with a familiar disturbance. Jetzt kommen wieder Angriffe. Introduce 20 Formica Fusca ants. The Fusca colony is attached, and the ants are on their way. Hier wollen wir alle stoppen. Alle, die reinkommen. Die einer sind das Backup hier hinten. Die packen wir hier oben hin. Wir machen wenigstens ein paar Level-Ups mal. Sicher ist sicher hier. Zumindest von den ganz starken. Ja, die machen wir jetzt auf Stufe 3 hoch. I see, they haven't lost their potency. Now let's try the Formica Rufa ants. The Rufa will be more aggressive. Our Raptors will need to put up a strong defense. Adding das sind von oben angegriffen. Ein ganzer Spuk. Ganzer Pulk kommt hier runter. Hier stellen wir die hin. Da greifen sie uns an. Wir laufen in die Falle rein. Once again, our raptors have neutralized the threat to their queen. Good. Ich kann noch mal was einsammeln, schnell. But don't push the colony too hard. Of course. Nahrung einsammeln hier bitte. That would be irresponsible. Und wieder runter. Introducing 40 Rufa ants. Jetzt kommen ganz viele. Schauen, ob wir hier noch ein paar Soldatinnen verbessern können. Kommen ein paar sehr starke Einheiten dazu. Jetzt kommt der Gegner rein und greift uns an. Ja, die haben wir abgewehrt. Ja, allerdings Verluste, es ist ordentlich Nahrung drauf gegangen. Wir sammeln hier noch was ein. Increasing to 50 Rufa ants. Oh, jetzt kommen sehr viele. Wir gehen gleich wieder runter.
Das ist zu riskant. Der Dreier hier. Der Zweier hier. Nimmt der Einer hier hin. Jetzt kommt wieder die Verteidigung hier. Oh nein. Ein paar sind oben. Ach, Scheibenkleister. Welcher Trupp ist denn das hier, um Himmels Willen? Ach nein, wie doof ist das denn? Jetzt hat man ganz viel hier verloren. Ich weiß nicht, welcher Trupp das ist. Wir schicken mal alle rauf. So, und wieder runter. Ah, das waren überflüssige Verluste. Das nimmt mich auf meine Kappe her. But I'm feeling generous. Collect your seeds swiftly, my little ants. Now, let's see how they handle the Rufa and the Fuska invaders. We will start with 30 of each. Komm mal, ein größerer Trupp. Die sammeln einmal schnell ein. So, und wieder runter. Nahrungssperren hier hin. Was mit den römischen Zahlen auf sich zu tun hat, es sind die Gruppen hier unten. Die mit den roten Wappen sind Soldaten, die mit den grünen Wappen sind Arbeiterinnen. Und die Soldaten sind natürlich kampfstärker, die grünen Arbeiterinnen kämpfen allerdings auch. Ich habe die oben in drei Gruppen eingeteilt. Eine Nestgruppe bleibt zurück. Die kann man nicht automatisch steuern, man braucht immer eine, um die neuen Eier rüberzubringen und so weiter. Introducing 30 of each. Rufa, Fuska and Raptor Ants. Oh, wir können gar keine Nahrung einsammeln. Schnell zurück. Nahrungslager ist voll. Mit den Buttons hier unten kann man steuern, ob die nur kämpfen sollen oder nicht kämpfen sollen, ob die Nahrung einsammeln oder nicht Nahrung. Nahrungslager ist voll. Brave Duke, danke fürs erste Abo. Ich hoffe, der Chat gibt dir Blumen. Nochmal vielen Dank an Godzilla für die netten Sätzlein. Samen sind da, werden oben gut, abgelegt. Gut. A little helping hand for what comes next. Collect it quickly. Faster, faster. Wir leveln noch ein paar der Nahrungsfelder hier auf. Ist relativ billig, dann können wir schnell viel lagern hier. Oh, ich habe die Beschleunigungsfelder aufgelevelt stattdessen. Da sind die Nahrungsfelder. Let's see. Da kommen von vielen Seiten wieder Feinde. Da kommen sie oben rein. Intrepid Raptors, but what's this? A giant tiger beetle has joined. Oh Gott, ein riesiger Käfer ist mit dabei und greift uns an. Abgeschlachtet. Gibt jede Menge neuer Nahrung hier, ne? Oh no, three tiger beetles. Drei der Käfer greifen uns an. Oh lala. Oh lala. Oh lala. Wir spielen halt hier so ein. Auf zwei Ebenen. Das ist die Ebene, wo Wissenschaftler einen künstlichen Ameisenbau angelegt haben, immer wieder Experimente machen und immer wieder neue Feinde zuschicken oder Belohnungen geben, unser Verhalten als Ameisenvolk studieren und dann gibt es zwischendurch ein Herausforderungslevel. Wir nehmen ja Szenarien an und die auf anderen Karten spielen, mit anderen zusammenhängen. Und da wiederum sammeln wir dann Punkte, die wir hier einsetzen können für die Territorien, für die Höhlenplätze, die wir belegen können oder für den Gelee, den wir einsetzen für genetische Verbesserungen und Veränderungen beziehungsweise für Nahrung, für das Nachrekrutieren neuer Einheiten oder das Aufleveln von Feldern hier. Immer neue Gruppen kommen hier rein. Gott sei Dank hintereinander. Wir sollten echt die Mörser gleich freischalten. Das wird uns immens helfen. Die würden wir dann hier unten gleich hinschicken. Denn so viele Nahkämpfer wie da oben sind, ihr seht immer, wie die hin und her rennen, die können gar nicht in Gruppe hier alle kämpfen. Good work, my little ants. But what's this? One, two, three.
Wolfsspinnen, oh, die sind so eklig. Jetzt kommen Wolfsspinnen, die werden jetzt versuchen, hier durchzuschlüpfen. Und Eier zu klauen und Nahrung zu klauen. Die sind so fies. Schaut mal, die sind überall hier unten unterwegs. Klauen Eier und rennen wieder runter. Perhaps I should stop the experiment. Die Königin ist sogar in Gefahr, hätten wir verloren, aber die minimaler Schaden hier. Ein paar Arbeiterinnen für die Basisverteidigung hier hin. Die Spinnen werden aber auch nach oben hin versuchen, gleich abzuhauen. Perhaps I should stop the experiment. Die Königin ist gestorben. Pockinger schnell. Nein! Ich habe auf leicht die das Level verkackt, Leute. Ich habe das nicht ernst genommen. Ich hätte einen Kampftrupp runterschicken sollen. Auf leicht! Das war leicht hier. Leicht. Das Spiel ist knüppelhart. Wir laden den Spielstand von eben. Ja, wir hatten riskiert. Ich wollte ja nicht zu viel Nahrung ausgeben. Weil ich wollte ja mit dem Gelee, den wir gleich bekommen, erstmal die neue Einheitengruppe freischalten. Die Mörser. Und da ganz viel Nahrung reinstecken. Wir merken, das klappt so nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich hingehen und hier doch noch ein bisschen hier die normalen Level-Ups machen. Das ist der Spielstand, mit dem wir eben begonnen hatten. Und alle bitte auf Nahrung sammeln, okay. Ja. Hier runter. Ich fange schon mal an, dann ist das Ganze ein bisschen einfacher mit den Nahrungsfeldern hier eben. Nur die Nahrungsfelder. Die zu verbessern. Vorne können wir noch Nahrungsfelder verbessern. Das ist sehr billig. Und gibt uns ein bisschen mehr Flexibilität. Hier kommen die einfachen Soldatinnen hin. Hier können wir die Level-Ups gleich reinpacken. Auf eine Dreier-Einheit. 12 Nachbarschaftspunkte hier zusammen. Da können wir ein Level-Up machen. Das ist echt doof. Wir haben zu Beginn die Kammern doof gebaut. Wir hätten wenige riesengroße Klumpen machen müssen. Da hatte ich das Tutorial leider missverstanden. Hier vorne können wir hier noch upgraden. Leider nicht. Fehlt. Nee, können wir nicht. Das können wir upgraden, wenn wir hier das Beschleunigungsfeld upgraden würden. Dann können wir dann das upgraden und dann hier rüber das hier vorne auch. Das ärgert mich echt gerade sehr, dass wir die Kammern so doof gebaut haben. Wir dehnen die hier oben noch ein bisschen weiter aus. Die liegt auch dicht an der Front. Wie viel Nahrung haben wir? 650. Wie viel ist hier oben noch? Nicht mehr allzu viel, oder? So sollte man das besser sehen können. Ist hier überhaupt noch Nahrung? Hier ist keine Nahrung mehr da. Nicht nennenswert. Ja, was soll man machen? Sollen wir den Trupp hier oben noch ein bisschen aufbauen hier? Ein bisschen noch.
Das erklärt, warum es das Wachen-Upgrade für die Königin gibt. In der Tat, Khaled, da hast du recht, ja. Ich habe eben gesagt, es sei überhaupt gar kein Problem, das sei völlig überflüssig. Ganz schön große, dicke Lippe habe ich da gehabt. Tier sollte man dann gleich. Hier werden die Zahlen, gehen die Zahlen gleich hoch. Noch ein paar Upgrades machen können. Erstmal gucken, wie sich das Nahrungslager entwickelt. Also wenn wir den hier verbessern, sollten wir danach den hier verbessern können. Wenn wir den verbessern können, den. Ja, gegen die Spinnen müssen wir wohl einen Trupp zur Königin stellen, anders wird es nicht gehen. Jetzt hat der sein Level up hier. Dann können wir den aufleveln. Auf einen Dreier-Trupp. Ich habe dann immer extra Fähigkeiten und das war's. Den Rest würde ich eben an Nahrung erstmal sammeln. So. Okay. Nahrung sammeln deaktivieren. Beim einer Trupp lasse ich mal Nahrung sammeln an, damit die eventuell hier rauflaufen, um sich nochmal zwischendurch Belohnung zu holen. Ansonsten starten wir jetzt die Herausforderung. Ich speichere einmal ab. Und jetzt machen wir die Herausforderung wieder an, Leute. Und hoffen, dass es jetzt gut geht, okay? Ja, einmal Herausforderung annehmen. Auf leicht. Wieder. Versucht, es ist jetzt. Jetzt funktioniert ja. Auf geht's. The colony seems to have made significant progress. Perhaps it is time we began phase 2 of the trial. Toi, toi, toi. Agreed. I will prepare the feeder colony. Der erste Angriffstrupp kommt.